Einen wunderbaren guten Morgen. Hier ist die Paragraphen-Silvia. Die Paragraphen-Silvia ist die mit der Birne, damit hier ein Licht aufgeht. Und heute möchte ich dir einen Impuls geben zum Thema Energie. Die meisten Menschen, die bei mir hier ankommen, haben sehr wenig Energie. Und mit dieser wenigen Energie haben sie große Entscheidungen zu treffen. Und das passt nicht zusammen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du 600 Kilometer fahren möchtest und dein Tank ist leer vom Auto. Das funktioniert dann nicht. Und deswegen kommen sie zu mir und sagen, so war das früher, so beim das Verständnis vom Anwalt und nicht vom juristischen Coach, und sagen zu mir, möchten das Problem hier abgeben und sagen, mach du das. Und nun bin ich aber ja eine juristische Coach und nicht nur Anwältin. Und deswegen kann man mit mir nur arbeiten, wenn man meine Hilfe zur Selbsthilfe annimmt und erstmal die Energie erhöht. Denn ich helfe dir gerne, deine Entscheidung durchzusetzen und dabei der Stange zu bleiben, wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast. Aber bevor du die Entscheidung triffst, darf deine Energie erhöht werden. Denn wir können nur gute Entscheidungen treffen, wenn wir eine hohe Energie haben. Oder sagen wir mal so, unsere Entscheidungen werden immer besser, je höher unsere Energie ist. So, und das einfachste Mittel, um Energie hochzubringen, ist, dass dein magisches Instrument, was dir zur Verfügung steht, mal durchzuchecken und zu renovieren und zu säubern und zu reinigen. Und das machst du mit dem Auto auch so. Wenn du irgendwo hinfahren möchtest, nehme ich jedenfalls an, hoffe ich, dann machst du es erstmal von innen und außen sauber, wenn du das damit was vorhast oder wenn du es verkaufen willst. Und unser magisches Instrument ist der Körper. Ja? Der Körper ist einfach das A und O, wenn du durch diese Welt gehen willst und Wunder vollbringen willst und Geschenke annehmen möchtest, dann brauchst du einen Körper, der fit ist und am liebsten auch noch gesund. Und wenn wir so Energietiefs haben, die ja manchmal durch das Denken verursacht sind und manchmal auch durch Gewohnheiten, die wir angenommen haben, dass wir uns zu viel vorgenommen haben, zu wenig geschlafen haben. Also meistens sind es Gewohnheiten. Dazu habe ich ja auch übrigens einen Kurs. Wenn du nicht mit mir arbeiten willst, guck mal in den Kurs rein. Dann kriegst du schon ein Gefühl dafür, weshalb du vielleicht da stehst, wo du stehst. Das sind nämlich nicht die großen Sachen, die du entschieden hast, sondern es sind die kleinen Sachen, die du Tag für Tag machst. Ja? Und diese Ursachen für die Energielosigkeit, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mich fragen die Menschen gerne, weshalb hast du so viel Energie? Wie machst du das um Himmels Willen? Ich habe irgendwann mal angefangen, mich drum zu kümmern, zu fühlen, was ich eigentlich fühle und dann immer wieder etwas anderes zu versuchen, um meine Energie hochzubringen. Die körperliche Energie und die geistige Energie und damit auch die seelische. So. Und wenn ich diese Energie wieder oben habe, dann geht das Leben auch wieder leichter. Dann kämpfe ich auch nicht mehr. Wir müssen nämlich überhaupt nicht kämpfen. Es reicht völlig, wenn wir uns dem Flow des Lebens hingeben und Entscheidungen treffen, die uns dienen. Das dürfen wir aber erst lernen. Was ich dir jetzt mitgeben möchte ist, wenn du nachher so im Flow bist wie ich, dann kannst du gar nicht mehr sagen, was war's denn? Was hat dich denn dahin gebracht? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich vor 10 Jahren aufgewacht bin und habe mir mein Leben ganz genau angeguckt und habe gedacht, nee, also das, was ich jetzt hier habe, das will ich so nicht. Und habe erkannt oder bin mir bewusst geworden, dass das, was ich Tag für Tag mache, wenn ich das nicht verändere, immer wieder die gleichen Ergebnisse bringen wird. Und Einstein hat schon gesagt, es ist völlig blöd, immer das Gleiche zu tun und neue Ergebnisse zu erwarten.
So, jetzt kommen wir nochmal zurück zum Körper, weil ich glaube tatsächlich, das ist der Ansatz für jegliche Veränderung, die schnell gehen soll. Das kannst du von innen, von außen, da gibt es ganz viele Sachen. Also eine Ursache, weshalb du dich schlapp und energielos fühlst, kann der Darm sein. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass der Darm unser zweites Gehirn ist. Verschiedene Vorgänge im Darm, ich fange mal andersrum an. Manche Leute sagen, wenn du deine Energie erhöhen willst, dann nimm doch Nahrungsergänzungsmittel. Da bin ich auch ein großer Fan von. Allerdings erst in Stufe 2. Ich muss erst den Darm in Ordnung bringen, denn der Darm ist derjenige, der die Mikronährstoffe überhaupt im Körper verteilt. Wenn du Nahrungsergänzungsmittel für, ich weiß nicht wie viel, 100 Euro nimmst und der Darm nimmt sie nicht auf, sondern die fahren am Darm vorbei, wieder raus aus dem Körper und die Wirkung verpufft, dann hilft das nichts. Wenn du aber erstmal den Darm zum Beispiel in Ordnung bringst, dauert so 3 Monate, so eine Kur zu machen, und dann merkst du, wie du immer fitter wirst, auch schon ohne, dass du irgendwelche Supplements zuführst. Wenn du es aber dann auf die Spitze treiben möchtest, so wie ich das gemacht habe, oder so ganz unten bist, wie ich das war, dann hilft es, beides zu machen, den Darm mal aufzuräumen und dann was zuzuführen. Und dann gibt es verschiedene Dinge, Schritte, die man machen kann. Aber als erstes oder nee, als zweites dann Darm in Ordnung bringen. Nummer 2, ermitteln, was fehlt denn dem Körper. Mal ein großes Blutbild machen lassen, mal vielleicht von einem Heilpraktiker den Körper untersuchen lassen, was dem Körper denn fehlt. Und wenn man das zuführt, dann wird man sein blaues Wunder erleben. Dann braucht man nämlich nicht mehr so viel zu überlegen, um gute Entscheidungen zu treffen, sondern dann ist der Zugang zum Unterbewusstsein wieder geöffnet. Der Witz ist ja, wir halten unser Gehirn ja für so wertvoll und denken und denken und denken, nur wundern wir uns, dass das nicht funktioniert, weil uns irgendwie unsere Gefühle immer wieder querschießen. Wir kriegen das nicht umgesetzt, was wir uns ausgedacht haben. Und das liegt daran, dass tatsächlich unser Handeln geprägt ist von 5% Gehirn, ist alles medizinisch-wissenschaftlich nachgewiesen, was ich hier erzähle. Kannst du gerne weiter googeln. 5% Gehirn, 95% Unterbewusstsein. Ja? Und deswegen der Zugang zum Unterbewusstsein, da sind deine Schätze für deine Entscheidungen vergraben. Der wird geöffnet, wenn dein Körper fit ist. Dann kannst du überhaupt erst in den Flow kommen. Jetzt hat der Hund was zu sagen und ich gehe mal gucken. Ich hoffe, das hat dir schon was geholfen, um ein bisschen zu schauen, wenn du eine Herausforderung hast und du schlapp bist, dann könntest du mal gucken, dass du beim Körper ansetzt. Das ist der schnellste Hebel. Anstatt dich immer weiter im Gedankenhamsterrad mit deinen 5% zu drehen, öffne den Zugang zu den 95% und dann geht die Post ab. Ich bin die Paragrafen Silvia und wenn du dich unterstützen lassen möchtest und wenn dir noch viele Birnenlichter aufgehen sollen, dann meldest du dich einfach bei mir und dann gucken wir mal, was ich für dich tun kann und wie schön das Leben wieder werden kann. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende. Deine Silvia.